Ja, Mann, Leute, kurze Info am Anfang vor dem Video. Leider ist das Video async und ich muss es anpassen, damit meine Stimme mit meiner Kamera übereinstimmt. Deshalb kann es sein, dass im Spiel der Ton ein bisschen async ist, aber immerhin ist dann meine Cam normal gesynkt. Bitte entschuldigt das und ja, ansonsten viel Spaß beim Video. Hatte ich gestern übrigens auf dem Server, als ich gezockt habe, hatte ich so ein Dreierteam, die einfach nur Leute umgebracht haben und den Loot geklaut haben. Dieses Zeug So, kommt ich von kann der jetzt mal gucken. Spielerbasis. 314 Geld und vielleicht für meine Sniper. Kann ich gucken, kann ich G drücken. Ich will aber den anderen. Ach so. Okay. Mein Snipergewehr 12-fach Zoom, das heißt, das bringt mir nicht so viel. Hier kann ich sekundäre Waffe. Ihr seht, wenn ich F drücke, jetzt habe ich das Vergleich mit der M4. Und jetzt habe ich den Vergleich mit meiner Sniper Gun. Seht ihr hier? Ja. Ich wollte eigentlich gucken. Hat eine bessere Nachladezeit. Oh, ist aber nicht so präzise. Gut, der hat auch keinen Aufsatz. Sie werden Oh. es bedauern, nicht zu mir Müsste ich also gekommen noch ein zu bisschen haben. farmen. Wir gehen Warnung, einfach noch mal rein. Biogefährdung. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. So, du Penner. Hey. So, ihr seht, ich habe jetzt den Typen gekillt, habe aber kein Banditen-Dings bekommen, so wie die zwei. Leute, ich frage mich jetzt, wieso killen die mich jetzt? Das Einzige, was sie kriegen, ist vielleicht ein bisschen EP und ein bisschen Geld. Aber kein Loot, nix. Plus, es ist vor dem Spawnpoint, das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, stehen die Trottel direkt wieder da. Aber ihr seht oben links den Totkopf auf der Minimap. Hier ist jetzt ein Bandit markiert. Ne, Quatsch, das ist meine Todeszone. Da, wo ich gestorben bin. Und, aber den Bandit sollte ich auch gleich sehen. Oder sind die ebenfalls schon tot? Ich guck mal. Hier ist mein Todessterbeort. Ist doch einer von den beiden Typen, die mich vorhin gekillt haben. Ich laufe einfach mal weg. Übrigens im Untergrund hat das manchmal auch noch NPCs. Ob der mich verfolgt. Hoffen wir mal nicht. Denn wir wollen noch kurz abchecken. Zum Beispiel hier. Ich werde bereits angegriffen. Du bist ein lustiger Mensch, du. Ja, willst du es wirklich drauf anlegen, Junge? Ich habe noch zwei Schüsse. Ich werfe einfach eine Granate. Oh nein, falscher Knopf! Ja, Junge, du stirbst jetzt. Nur mal so. Am Rande. Hier, fick dich, Alter. Leider hat er kein Loot. Aber immerhin hat es XP gegeben. Ich heile mich mal kurz mit meiner Gun. Und setze meinen Weg fort zum Wahrzeichen.
Denn ich will noch kurz was looten, damit ich euch das Helikopter holen zeigen kann. Man muss übrigens kein Loot haben oder besitzen, damit man den Helikopter holen kann. Oh, hier wurde jemand... Nein. Man muss keinen Loot besitzen, damit man den Helikopter holen kann. Deshalb... Hier sind doch Banditen, Mann. Bin ich bescheuert? Hier. Habt ihr gesehen? Banditen. Auf der Minimap sieht man sie noch. Shit, jetzt wieder nicht. Ich geh mal nach da hinten. Da geht irgendwas ab. Seht ihr, das meine ich. Bis ich jetzt darüber kann. Ah. Alles klar. Es gibt anscheinend auch Kisten in dem PvP-Gebiet, wo ihr gewisse Schlüssel dafür finden müsst. Jetzt gucken, ob hier irgendwo NPCs sind. Aber ist das die Zone hier? Ja, ihr seht, hier vorne kommt der Helikopter und hier ist direkt Action im Gange, weil alle Leute dahin rennen. Und mal gucken, ob ich den jetzt kriege. Wenn der sich mal beruhigt. Bam. Aua! Direkt das gedroppt, der Penner. Aber im PvP, wenn ihr einen killt und der droppt was, dann kann das jeder looten. Wenn ihr NPCs killt, nicht. Nur wenn ihr einen Spieler killt, dann droppt er das für alle. Deshalb habt ihr gesehen, er hat was gedroppt, aber der Typ hier hat es genommen. Deshalb kann ich sie nicht mehr nehmen. Kann ich den heilen? Bleiben Sie mal stehen, bitte. Nein. Schade. Ist aber irgendwo noch ein Gegner. Hier. Oh. Ja, ich habe leider keinen Loot. Deshalb bringt mir der Helikopter nicht viel. Ich wollte dir eigentlich nur kurz zeigen, wie man den holen kann. Ja, geht natürlich jetzt auch nicht mehr. Aber ihr seht, hier sind direkt zwei Leute, drei Leute. Da hinten sind noch drei rumgeschlichen. Ist schon, ne? Risky shit, so eine Abholzone. Oh. Na, die sehen doch verdächtig aus hier. Pack mal meine Sniper aus. Ich glaube, die wollen ja ein bisschen Action machen. Habe ich das Gefühl. Ja. Wollen sie? Ich kann dem jetzt helfen. Bleiben Sie ruhig, ich helfe Ihnen. Oh, direkt noch Dings. Nice. Einer down. Zweiter Penner. Versucht zu flüchten. Nein, zu wenig Muni. Aua. Ist nochmal einer. Ist mich eigentlich verarschen oder was? Oh, getroffen den Arsch. Den da jagen wir jetzt. Weil der hat sich verdient zu leben, der Penner. Ist fast down. Nein! Ihr könnt übrigens im Rennen reloaden. Jetzt ist er nicht mehr markiert. Ah, doch, da vorne. Ah, jetzt ist direkt sein Timer abgelaufen. Scheiße, hätte ich den nicht mehr auf der Map.
Aber ich weiß, wo er hingelaufen ist, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Das Problem ist, er kann sich jetzt verstecken und ich sehe ihn nicht. Außer ich scanne. Aber anscheinend ist der Typ schon zu weit weg. Fuck. Ja, ihr seht, so ein Snipergewehr ist ziemlich geil. Deshalb ist es immer gut, eins dabei zu haben. Vor allem im PvP. Und ich gehe jetzt mal hier hin. In der Hoffnung, dass ich euch endlich zeigen kann, wie man den scheiß Helikopter holt. Sieht nämlich ziemlich geil aus. Kurz gucken, in den verseuchten Gebieten hat es manchmal auch Gegner. Deshalb muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Sieht hier aber gut aus. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Gehen wir mal weiter. Das ist hier übrigens ein Gebiet, was sehr gecampt wird. Weil hier hat man eine Tankstelle mit NPCs und auf der gegenüberliegenden Seite ist direkt der Abholungspunkt. Deshalb campen da zum Beispiel Leute sehr gerne auf dem Dach und snipen hier rüber. Und ja, ich kann den Heli nicht holen. Anscheinend kann man den doch nur holen, wenn man Loot hat oder einen Kumpel in der Party hat, der was dabei hat, um abzugeben. Sonst könnte man das ja auch ausnutzen. Indem ich zum Beispiel den Helikopter hole, mich verschanze, dann die Leute kille und den Loot von den Leuten wegpacke. Oh, hier ist einer gespawnt. Und hier sind Gegner. Und hier ist nur einer. Hoffentlich droppst du was. Leider nur einen Müsli-Riegel. Schade. Kein Ding. Hier oben sollten ja gleich noch mehr spawnen bei der Tankstelle. Kann ich da nochmal mein Glück versuchen? Ja, Leute, zum Spiel, was ich dazu sagen kann. PvE genauso wie PvP finde ich sehr geil. PvP vom Gebiet her sieht das aus, als ob du einen doppelt so großen Bereich PvE hast als PvP. Finde ich eigentlich ganz okay. Aber ich weiß halt nicht, wie PvP sich da über Wasser hält mit den Dings. Weil ist ja ganz geil mit den Wahrzeichen und NPCs und so, aber ich weiß nicht. Finde ich natürlich sehr geil gemacht. Muss ich so sagen. Ah, hier seht ihr es. Der hat Loot. Der hat jetzt einen Kollegen geholt. Ihr seht oben links 1 Minute 20, bis der Typ hier ankommt. Und dann kann man den Loot abgeben. Spiel finde ich Atmosphäre sehr, sehr geil. Vor allem in der Dark Zone. Wie ihr seht, alles mit Nebel und so. Ziemlich geil. Vom Gameplay her hatte ich Angst, dass das mit dem Rollenspiel-Elementen, dass das nicht so geil wird. Aber ich muss sagen, gefällt mir doch sehr gut, wie man vor allem die Waffen modifizieren kann, wie man verschiedene Kleidungsstücke und so weiter finden kann. Finde ich alles geil gemacht. Vom Spielen an sich, Deckung gehen und so, finde ich sehr geil gemacht, mit Deckung wechseln und so. Ah, ich finde es ziemlich geil, muss ich sagen. Ich habe einfach Angst, dass es keinen Langzeit-Motivationsfaktor hat. Motivationsfaktor? Ich weiß nicht, wie lange man das spielen kann. Ich hoffe, es gibt irgendwas, zum Beispiel so Instanzen
oder Dungeons, wie man sie nennt, wie in World of Warcraft. Das wäre zum Beispiel geil, wenn man als Gruppe ins Gebiet gehen kann und es dann da fette Bosse gibt und so. Das fände ich ganz nice. Hier sind wieder die Geier. Seht ihr, da kommen sie schon, angekrochen. Ah, da gibt's Loot abzugeben. Ah, da stehen ein paar rum. Ah. Wie gesagt, das Spiel finde ich sehr geil. Ich werde es mir auf jeden Fall holen auf PC. Auf Konsole bin ich nicht so der Fan von der Steuerung, wegen dem Zielen mit dem Pad und so. Oh, hier sind NPCs. Aber ich finde es... Da oben sind übrigens zwei Spieler. Ja. Ich finde es einfach nur cool. Schade, dass die Beta nur 3 Tage geht. Aber es hat so ein bisschen was von... Es ist kein Survival, aber es hat doch was irgendwie von DayZ und so, ne? The Ape. Oh, The Ape. I apologize. Aha. Ne? Pass auf, Junge, ne? Ja, Leute. Ich weiß nicht, was ich euch noch zeigen kann im PvP. Das wäre im Grunde das, was in der Beta freigeschaltet ist. No more gas, good luck. Sage ich nur. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht übrigens, meine Kleider sind voll mit Schnee, weil es schneit. Ist ja fleißig am Trainieren. Ja, wie gesagt, Leute, vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären, was PvP angeht. Finde ich vor allem im Team sehr, sehr geil gemacht, sehr spannend. Man muss immer gucken, ob man den Loot abgeben will oder ob man noch farmen will, weil wenn man den Helikopter holt, kommen alle Leute und so. Und ja, ich finde es einfach nur geil. Ich freue mich darauf, meinen Kumpels zu zocken. Ich weiß noch nicht, wie groß man die Party machen kann. Aber ich denke mal so 5, 6 Leute. Kann schon gut sein. Sorry, ich beende das Video noch nicht. Ich will den Penner da oben noch kurz. Ach, shit. Alles klar, dass ich nur verklickt. Ja, Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Holt das Spiel, holt euch das Spiel oder wartet auf die Open Beta. Es wird bestimmt noch eine kommen, glaube ich. Ansonsten, vielen herzlichen Dank fürs Zugucken nochmal. Und ja, wir sehen uns. Bis dann.